nichts. Beschleunigung der X19-Test-3. Ihre Daten fließen hier unmittelbar ein. Ich erwarte dann also Ihren Abschlussbericht bis spätestens zum Freitag in 14 Tagen. Vorläufig neige ich dazu, den Überlegungen der Kollegin Sellner mehr Gewicht beizumessen. Ihr Zwischenbericht hat mich beeindruckt. Kompliment. Danke. Ich danke Ihnen. Und weiter so, liebe Frau Sellner. Bitte schön. Wenn ich Sie noch für einen Moment sprechen dürfte... Tja, lieber Behringer, ich bin doch ein wenig erstaunt darüber, dass von Ihnen bis dato nichts Vergleichbares vorliegt. Eigentlich hatte ich erwartet, dass Sie sich mit den Ergebnissen der Kollegin Sellner eingehend auseinandersetzen. Wir wissen doch alle, dass diese Aufgaben nur in enger Kooperation zu lösen sind. Kooperation ja, aber nicht Konkurrenz und gezielte Desinformation. Tut mir leid, das müssen Sie mit der Kollegin schon selbst klären. Ich kann doch davon ausgehen, dass Ihnen an dieser Sache etwas liegt. Sie wissen, dass wir hier einige Veränderungen vorhaben. Das hat auch personelle Konsequenzen im Leitungsbereich. Das ist Ihre Chance. Wollen Sie denn die Flinte so rasch ins Korn werfen? Ist doch ein Schmarrn. Wir retten von sowas. Na bravo. Ich rechne mit Ihnen, Behringer. Taj Dugonja Kenning. Stevo, pa gde je taj Kenning? Sad ti treba Kenning. Ich glaub, der Dicke da. On je bio s mojim četom. Der meint irgendwie dich. Pa šta onda ako je bio? Pa bio je, kako šta? Zna se te. Das wird. Jako dobro. Hvala. Was machst du denn hier? Draußen war mir zu heiß. Das ist nicht korrekt. Da fehlt eine Eintragung. Was? Ja, da fehlt ja die Hälfte. Ich habe die Schichthöhe, ich habe Anzahl der Funde, ich habe Anzahl der Schrifttafeln. Ja, die Anzahl der Blicke? Was für Blicke? Ja, du hast vergessen, aufzuschreiben, wie oft dein Dozent dich angeblickt hat. Was sollen denn die anderen denken? Was sie denken sollen? Die denken das, was schon der ganze vordere Orient da. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ist das der Königer? Natürlich wieder Königer. Herrndress, oder was? Was ist los hier? Weiß ich doch nicht, da kommt einfach der Herr und macht plötzlich Terror. Dr. Lang. Ja, Stevo? Der Mann behauptet, Königer hätte die Ehre seiner Tochter geschaffen. Oh Mann, Königer. Sie sind ein Riesenarschloch. Ich habe Sie doch ausdrücklich davor gewarnt, hier irgendwas mit Mädchen anzufangen. Sie sind ja nicht in Schwabing, Herrgott, nochmal. Sie halten die Schnauze. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Sie sind ein Stück spazieren gegangen. Ich habe ihr was von Deutschland erzählt. Sagen Sie das dem Typen. Und Sie haben wohl kaum recht, mir moralische Vorhaltungen zu machen. Wer possiert denn hier rum, ha? Komm, komm. Guck, gib dir nicht viel fest. Hört auf. Komm, auf, komm. Entschuldigen Sie die Ohrfeige.
Gehen Sie an die Arbeit, komm, Katja. Eide, das wäre. Eide. Nasa, na dann. Das ist samo šetar. Das geht nicht. Ja, das mit uns beiden hier. Quatsch. Außerdem ist mir das inzwischen egal. Komm. Wollen Sie nicht zu entschuldigen. Das sind tibetanische Glocken. Ich mache gerade mein Relaxing. Aha. Sollten Sie auch mal probieren. Yoga-Atemübung. Durch das eine Nasenloch einatmen und durchs andere wieder raus. Und dazu meine Meditation Music. Das macht das Hirn frei und die Seele leicht. Ich möchte nämlich noch ein bisschen arbeiten. Wie läuft es denn bei Ihnen? Ach, danke, ich komme voran. Ich habe es ja auch nicht nötig, bei jedem Schritt gleich Rapporte nach oben zu erstellen. Ach Gott, Florian, der Zwischenbericht. Mein Gott, nun nehmen Sie doch bitte nicht jedes Mal alles so persönlich. Das sollte durchaus kein Affront sein. Ich hatte einfach eine interessante Versuchsreihe abgeschlossen und zufällig kam der Müller vorbei und hat den Computerbogen gleich mit hochgenommen. Sie hätten mich ja wenigstens informieren können. Ja, wie denn, Freitagabend? Sie waren doch überhaupt nicht mehr im Haus. Vermutlich waren Sie bei Ihrer Familie. Naja, außerdem habe ich das Ganze gar nicht so wichtig genommen. Auf Sie wartet wohl nie jemand. Naja, es würde Ihre Karriere auch nicht zulassen. Es sprach der brave Ehemann. Ach, Florian, glauben Sie im Ernst, alleine zu leben, das hieße einsam zu sein? Aber meine Freunde rufe meistens ich an, wenn ich sie sehen will. Wissen Sie, ich könnte das nicht wie die meisten anderen. Familie und Beruf. Jeden Abend ein Mann zu Hause, der auf das Essen und das Bett wartet und die Kinder mit ihren Schulproblemen. Und ganz schön egoistisch. Im Gegenteil. Ich finde, das ist eine sehr bewusste und sehr verantwortungsvolle Haltung. Ja, irgendwann muss man sich entscheiden. Warum zerbrechen denn die ganzen Bindungen? Weil es jedem irgendwie zu eng wird. Zum richtigen Atmen braucht man viel Luft. Schauen Sie, ich lese 10 verschiedene Fachzeitschriften. Ich gehe in interessante Vorträge. Ich kann ins Kino gehen, wenn mir danach ist. Oder auch alleine in eine Kneipe. Ich muss niemanden um Erlaubnis bitten oder Rechenschaft ablegen. Ich kann arbeiten, solange ich will. Aber ich kann genauso gut faulenzen, wenn mir alles mal bis hier oben steht. Und eine männliche Schulter zum Anlehnen, die finde ich allemal. Als Single sind sie eben flexibel und mobil. Guten Abend, Herr Behringer. Gute Nacht. Sie greift sich an die Nase wie Pinocchio, als er zum ersten Mal seine Lügennase sah. Dann telefoniert Frau von Mecklenburg mit ihrem Schönheitschirurgen. Mami, was ist ein Schönheitschirurgen? Das ist ein Arzt, der behandelt Menschen, die noch schöner werden wollen. Wenn jemand eine krumme Nase hat und lieber eine gerade Nase haben möchte. Du, Mami, gibt's doch einen Hässlichkeitschirurgen? Nein, mein Schatz, den gibt's nicht. Das ist nicht so einfach. Und was ist mit Frankenstein? Hey, du hast recht, ja. Das war ein Hässlichkeitschirurg. Du, Mami. Du, bitte lass mich jetzt endlich fertig schreiben, ja? Nur noch eine Frage. Hm? Warum gibt's schöne und warum gibt's hässliche Menschen? Das ist nicht ganz so einfach. Das kommt auf ihr Inneres an. Ein sogenannter hässlicher Mensch kann irgendwie auch schön sein, wenn sein Inneres schön ist. Und jemand steht eine krumme Nase unter Umständen viel besser als eine langweilige Gerade. Ich geh schon!
Conny Behringer? Ja? Wer ist am Telefon, der Papi? Nein, die Carla von den Metropoliten. Ach, die noch. Carla, grüß dich. Nein. Carla, ich kann doch nichts dafür. Diese Frau von Mecklenburg hat 14 Tage in der Klinik gelegen, ich durfte nicht mal mit ihr reden. Nein, erst vor ein paar Tagen. Du hast den Artikel morgen früh um 8 versprochen. Gut. Tschüss. Warum war das nicht Papi? Oh, bitte frag nicht so viel dummes Zeug. Lass mich jetzt noch ein bisschen in Ruhe. Und warum kommt Papi nicht? Heute ist doch Montag. Papi spielt Tennis. Mein Gott, wie oft habe ich dir jetzt gesagt, du sollst nicht allein an den Computer. Außerdem schreibt man Schrieb mit IE. Schrieb, nicht Schripp. Wenn schon. Ja, nun beweg dich doch ein bisschen. Bist heute nicht gut drauf, was? Was ist los? Was ist los, was ist los? Nix ist los. Ach, ich kenn dich doch. Also raus mit der Sprache. Ach, ich kann dir das auch nicht erklären. Das hat nichts mit... Ich komme mir vor wie... Wie? Wie beim Pferderennen. Ich hab das Gefühl, vor mir reiten sie alle schneller. Ich kann es einfach nicht glauben, dass die schnelleren Pferde haben. Ach, jetzt hör doch auf zu spinnen. Ich dachte, du hättest deine Midlife-Crisis schon hinter dir. Das ist doch nicht das Problem. Ich sehe nur, wie diese andere Generation daherkommt in der Firma. Rücksichtslos, alert, clever und unheimlich tüchtig. Und die sind sich so verdammt sicher in allem. Ja, was sind die Yuppies? Was? Yuppies. Nie davon gehört? Nein. Young Urban Professionals. Ja, ist der neue Trend, die Wende. Straight on, Job, Karriere, gutes Geld, teure Klamotten. Fressalien nur vom Feinsten. Und immer auf der Höhe von Mode und Zeitgeist. Und dabei nicht unsympathisch und fachlich erste Klasse. Ja, und menschlich die reinsten Egozentriker. Bloß keine Verantwortung. Das könnte einen Spaß verderben, dass man für jemanden sorgt, den man liebt. Weißt du, was diese Dr. Sellner mir gerade mit auf den Weg gegeben hat? Nun. Als Single sei man eben flexibel und mobil. Kann ich ihr nur recht geben. Was glaubst du, warum ich nie geheiratet habe? Ich kann dir ja mal ihre Telefonnummer geben. Ihr wärt das ideale Paar. Computerfetischisten unter sich. Ha, ha, ha. Jetzt hör mal zu, du Stinkstiebel. Was wurmt dich eigentlich so? Dass du eine kompetente Kollegin hast, die dich ausstechen könnte bei den Herren im 10. Stock? Wir haben nur 3. Was? Stockwerk. Jetzt weich mir bloß nicht aus. Du schwitzt doch Himbeerblut, weil sie so jung ist und so hübsch und so tüchtig, so unabhängig. Und weil dein Charme bei ihr so einen Zug ins Altväterliche bekommt. Du hast doch 3-mal hier geschrien, als die Eitelkeit verteilt wurde. Schmarrn. Wir haben schon gegessen, die Kinder hatten so Hunger. Ich habe gedacht, du rufst an. Ja, ich hab's vergessen. Lang gespielt heute. Ja und?
Alex wartet noch auf dich. Du sollst mit ihr üben. Sie hat morgen Lateinschulaufgabe. Du hast es ihr versprochen. Kannst du das nicht machen? Ich habe noch zu tun. Flori, bitte, ich muss noch den ganzen verdammten Artikel bis morgen fertig schreiben. Carla nervt mich in Stundenabständen. Die Carla ist mir wurscht. Lass mich in Ruhe. Mein Gott, Florian, einmal wirst du dich auch um deine Kinder kümmern können. Ich hab gesagt, lass mich in Ruhe! Aber nur noch eine ganz kurze, ich muss noch der Alex helfen. Warum hilft Papa Alex nicht? Papi kann heute nicht. Maria! Ja? Ich bin hier oben bei Tammy. Wo sind denn meine verdammten Disketten? Hast du die weggeräumt? Nein, natürlich nicht. Ich helfe dir gleich beim Suchen. Nur noch eine kurze Geschichte für Tammy. Herrschaft, das Kind ist doch alt genug, dass er allein ins Bett gehen kann. Was ist denn eigentlich mit Papi los? Ach, weißt du, manchmal muss man über etwas nachdenken und da ist es besser, wenn man alleine bleibt. Dann kann man wieder fröhlich zu den anderen gehen. Das kennst du doch sehr gut. Mami, unsere Lehrerin, die hat uns erzählt, also bei den Elefanten, wenn da ein Elefant ganz alt und schwach ist, dann geht er ganz allein in den tiefen Wald. Und dort legt er sich dann hin und stirbt. Aber Papi ist doch kein alter Elefant, er will bestimmt noch nicht sterben. Vielleicht hat er sich über etwas geärgert. Beim Autofahren. Ja, oder im Büro. Also, es war einmal... Ein weißer Elefant auf Andromeda 5. Also, da kenne ich mich nicht so genau aus. Bei mir geht die Geschichte ganz anders. Also, es war einmal ein uralter Elefant. Der war so alt, dass er die großen Bäume um ihn herum alle noch als winzige Bäumchen kannte. Sag mal, kapierst du überhaupt wirklich, was los ist? Du schreibst morgen eine Schulaufgabe und sitzt dir seelenruhig rum und kritzelst. Kritzelst? Was kann ich denn dafür? Papa wollte mit mir lernen. Und wo ist er? Kommt zu spät nach Hause und sperrt sich ein. Ich war gerade unten und dann hat er zu mir gesagt, ich soll mich an dich wenden. Ich schieb nicht alles auf Papa. Ist traurig genug, dass du das nicht alleine schaffst. Aber mich interessiert dieses dumme Gesülze über die alten Römer nicht. Wenn es wenigstens Asterix auf Lateinisch wäre oder so. Aber sowas, da kriegt man auch wirklich überhaupt keine Vibrations, oder? Es verlangt kein Mensch von dir, dass du Vibrations kriegst. Es genügt vollkommen, dass du dir im Klaren darüber bist, dass du in 2 Jahren Abitur machst. So, jetzt wird gearbeitet. Komm. Also, Officium, Officii, Neutrum. Amt, Beruf, Arbeit, Dienstleistung, Pflichtgefühl. Na also, es geht doch. Schaust denn so? Ja, weil du so schnaufst. Ist dir schlecht? Schmarrn. Ich habe ein bisschen frische Luft geschnappt. Ich will dich nicht stören. Ich wollte nur sagen, wenn du noch reden magst, also ich wäre sehr froh. Wenn nicht, dann gehe ich jetzt ins Bett und bin dir nicht böse. Ich kann aber jetzt nicht reden. Ich möchte nur in Ruhe arbeiten. Niemand wird dich stören. Die Kinder sind im Bett und ich bin's auch gleich. Du solltest übrigens froh darüber sein, dass Tammy noch von mir ins Bett gebracht werden will und meine Geschichten hören mag, sonst liest sie doch nur diese Weltraumabenteuer.
Falls du noch Hunger kriegst, dein Essen ist im Kühlschrank. Brauchst es nur warm zu machen. Hab dich lieb. Gute Nacht. Mindestens vier von dem Zeug, sonst bin ich so. Weißt du, was du dir aus der Tour holst? Ich brauch's einfach. Ich hab jetzt 2 Jahre fixen Nerven. Ja, weil wir haben die letzten 3 Wochen nur Gläser gemacht. Ja, eben. Ich meine, das haben wir schon alles durchgekauft. So, meine Herrschaften. Guten Morgen. Es gibt viel zu tun, packen wir es an. Die Ars Imperatorin. Ich hoffe, Sie haben sich gut vorbereitet. Kann ich für das rechtzeitig erscheinen nicht garantieren. Das habe ich Ihnen gestern gesagt. Ganz ein bisschen später geworden. Die Fotos müssten schon da sein. Die sind schrecklich sauer. Natürlich ist das eine Schweinerei. Also bis gleich. Ach, Radl, es tut mir... Maria, ausgeschlafen? Hör mal, Liebste, ich habe den Redaktionsschluss verschieben müssen wegen dir. Und rat mal, wem der Drucker und Layouter im Nacken sitzen. Auch dazu muss ich mir das Gequatsche von den Kolleginnen anhören. Die Behringer ist ja tabu, die Behringer kann sich das leisten. Maria, so geht das nicht weiter! Jetzt hör du mal gut zu. Ich habe gleich in der Früh deine Sekretärin angerufen und ihr gesagt, dass es später wird. Aber der Anruf nützt mir nichts, ich brauche den Artikel! Ich konnte aber nicht an den Computer. Florian war die ganze Nacht dran. Der musste dringende Berechnungen für die Firma machen. Florian, Florian, du, das ist mir völlig egal. Du kannst dich doch sonst gegen deinen Göttergatten ganz gut durchsetzen. Absolut geschmacklos. Das ist mir völlig egal. Du hast kein Monopol in Sachen Empfindlichkeit. Das ist einfach unprofessionell. Ja, wer hat denn Verständnis für meine Zwänge? Carla hier, Carla dort bis in die Nacht. Notfalls schmeiß ich jeden Kerl aus dem Bett, wenn's brennt. Der Job geht vor, immer. Und wen hast du denn heute Nacht aus dem Bett geworfen? Oder ist er vielleicht geflohen? Und was die Professionalität angeht, so habe ich die schon praktiziert. Da hast du das Wort noch nicht einmal buchstabieren können. Und jetzt frohes Schaffen. Sie haben noch 5 Minuten Zeit. Manche schaffen es wohl nie, aus der Pubertät rauszukommen. Vor allen Dingen nicht mit solchen Sponti-Sprüchlein. Ich tue Ihnen jedenfalls jetzt nicht den Gefallen und lese das der ganzen Klasse vor, was Sie wohl gerne hätten. Und Sie verstehen gar nichts, außer Mathe und Latein. Täuschen Sie sich da mal ja nicht. Ich verstehe zum Beispiel, dass damit ein Verweis fällig ist. Ja. Hey, guck mal, wer da kommt. Na, Königer, da kommt der Dicke mit deiner muslimanischen Braut. Die trägt sogar schon einen weißen Schleier. Die darfst du jetzt heiraten, ne? Also die Hochzeitsnacht verbringe ich gern mit. Mega, machen Sie keinen Blödsinn jetzt. Drau Gemo. Drau Slimo. Pikrita. Došao sam da se izvinim s tebom. Sve u redu, samo su šetali. Donao sam voće za njih. Hajmo. Gemo möchte sich entschuldigen. Königer hätte die Ehre, seine Familie nicht verletzt. Habe ich's nicht gesagt? Als Zeichen seines Bedauerns bringt er diesen Korb mit Früchten für Sie alle. Oh, voilà. Stevo, sag bitte den beiden, sie seien ganz herzlich zu unserem Bergfest eingeladen. Königer, Sie haben eine Ohrfeige gut. Sie sehen, es war eine kurze, aber fruchtbare Beziehung.
Salve, Don Alexandra. Grüß dich. Was in Latein? Vergiss es, ich habe auf dem Text geglotzt und überhaupt nichts kam rüber. Worum ging's denn? Um irgendeinen Feldzug mit Plünderung, keine Ahnung. Sag mal, hast du nicht Lust, heute Nachmittag ein bisschen durch die Botanik zu düsen? Du kommst auf andere Gedanken. Mein Mofa ist kaputt. Wer redet denn von deinem Mofa? Mit meiner Maschine? Also. Oh nein, nicht schon wieder. Was ist denn los? Du, ich habe keinen Fahrschein. Tu einfach so, als ob du mich nicht kennst, okay? Okay. Okay. Fahrscheinkontrolle, bitte. Fahrschein. Danke. Und Fahrschein, bitte. Fahrscheinkontrolle. Danke. Das ist eine Fahrscheinkontrolle. Ihren Fahrschein, bitte. Höre ich gewartet, ob? Do you speak English? Welcher Lassen? Völkert. You give me, please, ticket. Ticket. Macht Köster Löresgelder... Römerstraße? Ja, da müssen Sie umsteigen. Ich möchte jetzt Ihren Fahrschein sehen. You give me ticket. Parlez-vous français? Votre ticket. 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 Ah, ticket. Und der Glockenschlageleder. Ach, Glockenschlageleder. Funzi. Ja. Das ist ein Schwede oder ein Däne oder was. Kannst du das? Ja. Was macht man denn da? Hast du was von einem? Passport. Pass. Ah. Jeg fast da, passt der Göre. Svanmark. Bist du das? Entschuldigung, ich kann Ihnen bestimmt helfen. Darf ich mal? Wissen Sie, mein Vater ist bei der Botschaft. Das ist eindeutig ein Diplomatenkindpass. Und das Land ist Svanmark. Zu Deutsch auch Schwedemark. Schwänemark, ja. Schwänemark. Das gibt's noch nicht lange, ungefähr so ein halbes Jahr. Haben Sie es nicht im Fernsehen gesehen? Na. So, das gibt's doch gar nicht. Es wurde aber live übertragen. Es ist so ein Kleinstaat an der deutsch-dänisch-schwedischen Grenze, ja genau. Danmark, Svenska, Tyskland. So ein winziges, unabhängiges Königreich. Und die haben eben da Nulltarif in allen öffentlichen Verkehrsmitteln. Der kann gar nicht wissen, dass sie jetzt zahlen muss. Ja, aber wir sind jetzt da hier in Bayern und da gibt's keinen Nulltarif. Da muss er sich ja vorher informieren, bevor er in Urlaub fährt. Wissen Sie, soweit ich das beurteilen kann, ist das so ein Sohn von so einem Diplomaten. Da wäre ich eher vorsichtig. Das gibt nur politische Verwicklungen. Vor allem, weil das andere noch so jung ist. Ach so. Ja. Was machen wir? Na gut, dann lasst mir's jetzt gut sein. Fürs Dauer. Schwanmark. Ist besser so. Das war aber knapp. Du warst ja richtig genial. Wo hast du denn den Pass hier gehabt? Hab ich selber gebastelt. Aber gut. Eigentlich wären wir doch ein tolles Gespann, oder? Ja, also. Ich glaube, die Zeichen müssten jetzt stimmen. Okay, ich erkläre es den Arbeitern. Warte mal, ja. Napraviti, name Stalka za Dr. Lang. Pa jeste da, wir sind da napravili još prošle godine, pa nije uspelo. Versteht für nichts, aber dobro, dobro. Ja, und es deutet alles darauf hin, dass wir hinter den Thermen hier und den Resten von dem Tempel noch ein Gebäude finden werden, mit allem drum und dran, mit Atrium und mit Hypokaust. On očekuje da ćemo se na ovom prostoru naći još jedan hram, možda terme i Hypokaust. Ja, und was ist ein Hypokaust? Das wissen Sie nicht? Zentralheizung. Das war ein Raum, in dem wurde mit Holzfeuer die Luft erwärmt und die zirkulierte dann durch das ganze Haus. Herr Dr. Lang! Ja? Ich habe was gefunden, was Sie sehr interessieren könnte. Nämlich? Eine Tonscherbe, ich glaube mit der Glakolitzer-Schrift. Was? Kinder, das wäre ja geradezu fantastisch. So was haben wir hier noch nie gefunden. Ich komme!
Lassen Sie sehen. Also, Kratzmeier, ich weiß ja, dass Sie fast so was wie ein Schriftgelehrter sind. Sind Sie sicher, dass das präkyrillisch ist? Naja, was heißt sicher? Also, ich denke, es hat was mit Glagolica zu tun, aber es sind eigentlich nur Vermutungen. Aber schauen Sie selbst. Also, die Inschrift betont eindeutig Frau und Mann. Neben dem Zeichen für Mann steht eine Silbe für groß, ja? Oder könnte auch hoch bedeuten. Neben dem Zeichen für Frau, da steht etwas wie, ich weiß nicht genau wie, jungfräulich oder begehrlich. Und hier hinten noch etwas wie Trauben oder Beeren. Beeren. Fantastisch. Ja. Das wird eine reiche Winzerin gewesen sein oder sowas. Ja, kann auch sein. Mach weiter. Auf jeden Fall, vor dem Zeichen von Mann steht auch noch etwas. Da komme ich nicht ganz klar damit. König. Königer. Ja, nee, bestimmt nicht. Nee, es schaut mir eher aus wie ein Doktor. Gelehrter. Dann möchte ich abschließend zusammenfassen. Es handelt sich um eine Hochzeitsgabe. Und zwar um einen Mann, einen Doktor. Er war recht groß und lang. Und um die Jungfrau Beringer. Das ist ja ganz schön gemein. Aber gut, meine Hochachtung. In den letzten Jahren haben das die Leute viermal mit mir versucht. Das ist das erste Mal, dass ich reingefallen bin. Respekt, Kratzmeier. Ich hoffe, Sie überlassen mir die Scherbe. Sie gehört Ihnen. Kriegt natürlich einen Ehrenplatz. In unserer Wohnung. Oh, eine Verlobung. Was heißt, du hast die Seiten leer abgegeben? So halt. Bitte leg die Zeitung weg, wenn ich mit dir rede. Weißt du, Mama, ich hab's heute einfach nicht gepackt in der Schule. Die sitzen da drin, fragen sich gegenseitig Lateinvokabeln ab, wie die ABC-Schützen, oder stopfen irgendwelche Beruhigungspillen in sich rein. Da kommst du mir wirklich vor wie im Irrenhaus. Tragisch, tragisch. Eine Generation im Elend. An Selbstmitleid kann euch wirklich keiner übertreffen, aber die Wahrheit ist nicht viel einfacher. Du bist stinkfaul und verwöhnt. Vielleicht könntest du endlich einmal ein bisschen Grips zusammenkratzen und dir ein paar Gedanken über deine Zukunft machen. Aber das ist ja nicht notwendig. Der Papa wird schon richten. Der hat's ja. Und ihr habt immer nur eins im Kopf. Schule, Abitur, Schule, Abitur. Aber wie es da drinnen abgeht, das ist euch doch egal. Hauptsache, das Bild stimmt. Unsere drei Töchter waren alle auf dem Gymnasium, bevor sie arbeitslos wurden. Mahlzeit! Ich habe Ihnen ausdrücklich gesagt, Sie sollen die Papiere liegen lassen. Mein Mann hat extra darum gebeten. Aber wer soll denn da Staub sagen, Frau Beringer? Können Sie mir das einmal verraten? Außerdem, wie sieht denn das aus? Braucht doch bloß jemand zu Besuch kommen. Wir kriegen keinen Besuch. Außerdem ist mir wurscht. Jetzt bitte machen Sie die oberen Zimmer. Was haben Sie denn, Frau Beringer? Sie gefallen in der letzten Zeit überhaupt nicht. Ist auch kein Wunder, wenn man immer den Mülleimer spielen muss für die Probleme der anderen. Ach, Erna. Das verstehe ich. Was ist denn, mein Schatz? Was ist denn? Huh? Was ist denn? Huh? Ich verstehe kein Wort. Bitte sag's noch einmal. Komm, sag, was ist denn? Der blöde Luis hat ja mich ja eh dein Eis gekauft. Mir nicht. Das ist aber wirklich schlimm. Ja, ja. Wir Frauen sind in der Liebe immer die Ausgeschmierten. Hi. Wie geht's denn eigentlich mit Michael? Gut, ich bin schon im vierten Gang. Ja, ich meine nicht deine Fahrstunden. Eher privat. Warum fragst du das?
Wenn ich keinen Bock mehr habe, hier ständig einen auf brüderliche Freundschaft zu machen. Ich liebe dich nämlich auch. Richie. Hör doch erst mal. Heute Mittag in der U-Bahn. Da waren noch so Wellen zwischen uns. Das habe ich ganz genau gespürt. Das gibt's doch zu wenigstens. Richie, ich mag dich wirklich unheimlich gern, aber... Nix aber. Ich bin verrückt nach dir. Deine Haare, deine Augen, einfach alles. Das machst du mir auch nicht so schwer. Außerdem verstehe ich nicht, was du mit diesem aufgepopperten Michael da willst. Michael ist mein Freund, ja? Ja, leider. Herr Richie, ich mag dich wirklich gerne. Komm, wir fahren. Nicht unoriginell, Königer. Ja, immer nur Königer. Einmal im Leben Kaiser Julius Caesar. Gott, wo warst du? Jobro, Mirische. Was hat dir gesagt, Herr Ingrid? Ich weiß auch nicht. Ich wollte ihm sagen, dass die Luft schön ist, aber er hat wohl gemeint, ich meine die Nämmer. So einen klaren Himmel habe ich noch nie gesehen. Schau mir den Mond. Also wenn ich jetzt ein Astronom wäre, dann würde ich jetzt... Ein Astronom. Ein Astronom ist ein Astronaut, der gleichzeitig auch Astronom wäre. Also wenn ich das jetzt wäre, dann würde ich irgendeinen unbemannten... einen unbenannten Stern nach dir benennen. Oder gleich ein ganzes Sternbild. Das Sternbild zur großen Katze. Und du wärst mein Mond, der um mich kreist. Genau. Oder ein Satellit, der irgendwann mal abtaumelt. Ich taumel nirgendwo ab. Wenn ich erstmal meine Umlaufbahn erreicht habe, dann taumel ich nirgendwo hin, verstehst du? Das ist schon eigenartig. Das ist vielleicht eines der ersten Male auf diesem Boden mit seiner jahrtausendalten Geschichte, dass sich die Völker nicht den Schädel einschlagen, sondern miteinander essen und trinken und miteinander tanzen. Zum Zeichen dieses historischen Tages sollten wir eigentlich was machen. Stevo, komm mal bitte. Bin ich froh? Ja, sehr. Pass mal auf, ich habe eine Idee. Zum Zeichen unserer Völkerfreundschaft vergraben wir jetzt unsere beiden Gläser, auf dass sie unsere Nachfahren in Frieden finden mögen. Einverstanden? Einverstanden. Komm mit. Oh. Prost. Das Grab Irrender. Doch nicht etwa schon wieder eine Siedlung, Herr Doktor? Auf jeden Fall nicht heute Abend. Herr Königer. Was verstehen Sie von Montenegro? Von Tag zu Tag ein bisschen mehr. Ich fange an, dieses Land zu lieben, ehrlich. Ich bin nicht blau. Langsam aber sicher übernehmen diese wunderschöne Landschaft und die Menschen die Herrschaft über mich. Und plötzlich wirst du eins, ob du willst oder nicht, mit Landschaft und den Leuten. Mein Gott, Könige! Sie haben ja Fantasie. Ich hoffe, das hält eine Weile an. Ich werde es mit nach Deutschland nehmen. Jetzt brauche ich nur noch eine Frau. Sie haben hier einen. Herzlichen Glückwunsch. Prost. Ja, den da wird alles durcheinander gebracht, Mensch. Jetzt war wieder die DDR noch. Alter Leierkastenblöder. Papi geht mir wahnsinnig auf die Nerven mit seiner schlechten Laune. Warum bleibt er da nicht gleich im Büro? Da macht er wenigstens hier keinen Terror. Nicht mal Fernsehen darf er mir hier. Och, wird dir schon groß schon schaden, wenn du mal nicht fernsehen darfst. Wie wär's, wenn er sich ein Arbeitszimmer unten im Keller einrichten würde? Dann stört er uns nicht und wir stören ihn nicht. Bitte lass mich jetzt in Ruhe mit deinen klugen Sprüchen, ja? Los. Mami! Was macht ihr denn da? Tami! Ist dir was passiert?
Was willst du denn, Schatz? Was hast du da oben gemacht? Was ist denn passiert? Hast du einen Kurzschluss gemacht? Ich habe nur einen Kassettenrekorder repariert, weil du ihn nicht repariert hast. Und dann hat es ganz doll gekracht und dann kam eine Flamme. Seid vielleicht Vollidioten. Verdammt nochmal! Jetzt brumm nicht so rum. Ach, ist doch wahr. Der Computer ist aus. Die ganze Arbeit von der letzten Stunde ist im Eimer. Flori, jetzt reicht's. Kümmere dich lieber um die Sicherung. Was meinst du? Irrenhaus ist das hier. Alles, komm. Bring Tami ins Bett. Fix. Hier ist der ganze Computer kaputt. Flori, meinst du nicht, es wäre an der Zeit, miteinander zu reden? Was hast du denn wieder gemacht? Nichts. Nichts? Der Strom ist wohl von alleine ausgegangen, genau. Was? Sag mal, Tami, hast du da alleine dran rumgefummelt? Mhm. Sag mal, spinnst du? Du hättest einen Stromschlag kriegen können und dann wärst du weg gewesen vom Fenster. Also manchmal glaube ich wirklich, du hast einen Hammer. Komm, jetzt geh Zähne putzen, los. Ich kann nicht die Zähne putzen. Hier hast du eine Kerze, wird reichen für deine Stummel. Los jetzt. Mit einer Hand kann ich aber nicht Zähne putzen. Weißt du, ich würde mal die Kerze ausblasen. Das Licht ist nämlich schon wieder an. Eigentlich ist Papa ja dran schuld. Hätte es mir ruhig mal reparieren können. Ich hab's ihm ja gesagt. Die Kassette hat geeiert und geeiert. Damit kann man ja keine richtige Geschichte hören. Jetzt quark nicht so viel rum, sondern putz dir lieber mal die Zähne. Du könntest ruhig freundlicher zu deiner Schwester sein. Sie ist ja fast gestorben. Klein. Wovor hast du Angst? Ich hab da keine Angst. Doch. Du hast Angst. Ich spür's doch. Na gut. Habe ich immer Angst. Die nächsten 10 Jahre in die Firma zu gehen und auf dem Abstellgleis auf meine Rente zu warten. Den alten Beringer lass mal noch ein bisschen mitbasteln. Aus Höflichkeit. Aber was? Interessiert doch keine Sau mehr. Kommt der Generation daher und wirft die Erfahrung von 10 Jahren einfach über den Haufen. Immer noch komplizierter, immer noch störanfälliger, immer noch riskanter. Und wenn das Ding dann explodiert und Menschen draufgehen, das interessiert doch kein Mensch mehr. Du hast mir doch immer gesagt, deine Firma baut auf deine Erfahrung. Erfahrung? Du bist vielleicht naiv. Es geht doch gar nicht mehr um Erfahrung. Es geht auch gar nicht mehr um unseren Satelliten, sondern nur noch darum. Und um Konkurrenz und wer als Erster oben ist. Und dazu brauchen wir einen Ingenieur, der flexibel, mobil und unabhängig ist. Ja, vielleicht wärst du gerne noch einmal unabhängig, flexibel und familienfrei. Familienfrei? Jetzt hör doch auf mit dieser blöden Ironie. Das ist keine Ironie, Flori. Wenn du das willst, wenn du das wirklich willst, ich komme zur Not auch mit den Kindern allein zurecht. Das will ich doch gar nicht. Aber du benimmst dich so. Du hast dich die ganzen Tage so benommen. Ich kann nicht mit einem Mann leben, der nicht mit mir redet. Und die Kinder brauchen auch einen Vater, der mit ihnen redet. Soll ich denn mit euch reden? Ihr versteht doch nichts von Technik. Aber das geht doch nicht um Technik. Du stehst nicht zu deiner Familie. Das ist es. Also ich stehe nicht zu meiner Familie? Ja, was mache ich denn den ganzen Tag? Meinst du, das mache ich für mich? Es geht doch nicht ums Geld verdienen. Ich rede doch gar nicht vom Geld verdienen. Warum soll ich denn euch mit meinen Problemen belasten? Flori, du kannst uns belasten. Mich und die Kinder. Dazu sind wir nämlich da. Oder sind wir wirklich nur noch eine Fernseh-Ess- und Schlafgemeinschaft? Das wäre allerdings traurig. Flori, wir sind da. Lass dich doch nicht kaputt machen. Und wenn alle Stricke reißen, dann fangen wir einfach was Neues an. Hauen hier ab. Wir schaffen das schon. Egal was. Du bist unser Kapital, nicht dein Job. Thank you.
reinkommen? Meinst du nicht, die anderen werden uns vermissen? Wenn schon, komm. Also wegen mir brauchst du nicht aufzuräumen. Was ist denn das? Eine Alarmanlage? Nein, das ist gegen Mücken. Ich hasse Mücken. Ich habe nämlich einen sehr leichten Schlaf. Da ist schon irgendwo so ein Biest. Großwildjäger Dr. David Lang. Ach. Habt ihr eigentlich jedes Jahr so die Feste gefeiert? Mit deinen Studenten und Studentinnen? Mal ja, mal nein, je nach Truppe. Warum fragst du das? Und hast du das schon öfter gemacht? Was gemacht? Ja, dass du deine Studentin nachts mit aufs Zimmer nimmst. Ganz schön indiskret. Sag schon. Das ist nicht so, wie du denkst. Ich bin altmodisch. Ich habe immer Beruf und Privates streng getrennt. Bis du dann kamst. Aber auch da hätte ich nie gewagt anzufangen, wenn du nicht angefangen hättest. Ich? Ja, du. Ich bin nämlich schüchtern. Wenn ich will. Oh. Entweder sind diese Viecher neugierig oder eifersüchtig. Ich habe nämlich das Gefühl, das ist immer die gleiche. Also ich glaube, dann gehe ich lieber, bevor ich dein Mückenglück zerstöre. Entschuldigung. Aber die macht mich verrückt. Weißt du, was viel wirkungsvoller ist gegen Mücken? Was denn? Licht aus. Das sieht geradezu genial aus.